Hallo, hier ist Ralf Tschinke von Ambi Deluxe Moments for Living und ich trinke gerade meinen Kaffee im Homeoffice. Natürlich mein Genussmoment Kaffee. Nee, ist er nicht. Schmeckt auch nicht so. Nee. der ist nämlich schon wieder alle. Aber es gibt ihn jetzt auf Amazon.de und genau, da ist er. Da wollte ich einfach mal Danke sagen für die Leute, die ihn schon bestellt haben. Wir haben schon 9 Bewertungen hier, also ganz lieben Dank dafür und mit jeweils 5 Sternen, also besser geht's ja nicht. Und wir haben auch schon die ersten Bilder bekommen von Diana zum Beispiel, die schreibt, in meiner Familie hat jeder eine andere Vorliebe beim Kaffee trinken. Der eine mag es sehr stark, der andere normal und ich etwas schwächer. Ich muss sagen, hier haben wir alle etwas für uns persönlich gefunden vom Aroma. Der Bohne brauchen wir gar nicht reden. Das ist super und das mögen wir alle. Mein Latte Macchiato hat mir so richtig lecker geschmeckt und meinem Mann sein Kaffee auch. Söhnchen ist gerne ein Nuance stärker, aber das ist mir egal, denn hier habe ich keinen bitteren Nachgeschmack, was mich bei einigen Sorten ärgert. Trotz teuren Einkaufspreisen möchte ich diese Kaffee empfehlen, denn hier hat man etwas Besonderes, was auch besonders schmeckt. Okay? Ja. Und aktuell ist der gar nicht mal so teuer, da wir den im Einführungspreis haben. Aber hey, sie hat das echt schön gemacht, hier auch mit dem Blümchen und die Bohnen nochmal. Und auch gestern schrieb irgendjemand, es ist überhaupt kein Gebrösel da drin. Also wir haben echt darauf geachtet, dass ihr hier eine gute Qualität bekommt beim Kaffee. Und ja, wenn ihr den auch mal testen möchtet, dann schaut doch einfach mal auf Amazon.de vorbei und lest euch die anderen Rezensionen durch. Also das sind alles echte Bewertungen. Wir kaufen hier keine Bewertung ein. Und ich trinke den auch selbst. Also auch wie unseren alle anderen Produkte. Ich verkaufe nichts, von dem ich nicht selbst überzeugt bin. Ja, wir haben echt lange nach dem Kaffee gesucht. Nach einer Rösterei, mit der wir zusammenarbeiten können und dieser Kaffee hat uns einfach überzeugt. Und ich sage immer, aus unserem Kaffeevollautomaten, da kam noch nie so ein leckerer Kaffee. Und ich meine, man muss es selber testen, ja. Er ist halt mild, also nicht so stark, er hat keine Säure, so das wollte ich sagen. Er hat ein gutes Aroma, aber er ist nicht stark. Also wenn er den Kaffeevollautomaten voll auftritt und sagt, hey, volle Power, dann kriegt er auch einen richtig guten Espresso oder einen starken Kaffee hin. Aber ansonsten ist das halt eine super Allround-Bohne, die wir da gefunden haben, eine Allround-Mischung. Das heißt, ihr könnt euren Espresso machen, ihr könnt euren Kaffee machen, ihr könnt Latte Macchiato machen, Cappuccino, Milchkaffee und so weiter. Und das war eigentlich unser Ziel, weil wir halt viele Kunden haben, die auch einen Kaffeevollautomaten zu Hause haben. Aber ihr könnt es auch für einen Siebträger nutzen, ihr könnt es mahlen und in eine ganz normale Filterkaffeemaschine geben. Oder wenn ihr Pad oder Kapselmaschine habt, es gibt ja auch diese Nachfüllkapseln, Nachfüllpads, könnt ihr auch machen. Also wenn es gemahlen wird, ist wirklich eine Universalwaffe, das Ding. Und ja, ich muss auch zusehen, dass ich wieder noch eine Packung hier hinbekomme ins Büro. Weil den anderen Kaffee mag ich nicht mehr. So leid es mir tut. Okay, aber ihr müsst mir nicht glauben. Probiert es einfach. Findet es selber raus. Bewertet es auch gerne bei Amazon.de. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute, euer Ralf Tschinke von Ambi Deluxe Moments for Living.